Servus und herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich euch ein Variometer vorstellen möchte, das optimal für den Einsteiger geeignet ist. Es wird geliefert von der Firma C-Ride, das mit 75 Gramm ein wirklich leichtes Gerät erschaffen hat. Merkt man direkt in der Hand, das ist wahnsinnig, wirklich wahnsinnig leicht. Verbunden kann es werden mit dem Piloten über Glettverschluss. Ich befestige es persönlich an meinen Leinengurten. Man kann natürlich auch das an Oberschenkel oder Cockpit kleben. Sichern kann man es mit dem Karabinhaken. Cool finde ich die Option, dass ich mir die ersten zwei Seiten selber konfigurieren kann. Dazu muss ich das Gerät am PC verbinden. Es reagiert auch sehr empfindlich auf Höhenunterschiede. Also bereits bei 10 cm fängt es an zu pfeifen. Auf Seite 3 habe ich dann die Möglichkeit, mir die Statistik anzuschauen. Was war mein maximales Steigen, mein maximales Sinken und die maximale Höhe und die niedrigste Höhe. Hier steht jetzt 0. Die Bedienung an sich ist sehr einfach. Man kommt eigentlich sofort damit klar. Ich habe keine Bedienungsanleitung lesen müssen, um das bedienen zu können. In den Einstellungen habe ich dann die Möglichkeit, meinen Ton einzustellen, laut, leiser. Ich kann die Höhe einstellen oder die Sinkrate bzw. Steigrate, ab wann das Gerät pfeifen soll. Der Thermikschnüffler ist in dem Gerät mit verbaut. Weiter geht's dann mit der Beleuchtung, die ich an- oder ausschalten kann. Im Flug funktioniert es wirklich prima ohne Beleuchtung. Denkt daran, die Beleuchtung kostet nur Energie und lässt die Akkuleistung schrumpfen. In der Flugliste habt ihr dann die Möglichkeit, vergangene Flüge anzusehen. Das können bis zu 30 Flüge sein oder 150 Flugminuten. Sind diese Flüge erreicht, habt ihr die Möglichkeit, es zu löschen oder am PC zu übertragen und dort auch sogar zu visualisieren. Geladen wird das Gerät dann über ein Mini-USB-Kabel. Dieser Vorgang dauert in etwa 2 Stunden und ihr habt dann Akkulaufzeit von etwa 100 Minuten. Ja, und nun schauen wir uns dann mal die Software an. In der ganz normalen Software könnt ihr gar nicht so viel machen, darum gehe ich jetzt auch gar nicht mal so drauf ein. Hier habt ihr gar nicht so viele Einstellmöglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel einstellen, wie empfindlich es auf Steigen oder Sinken reagieren soll. Also die Toleranz, die wir vorhin schon gesehen haben, die kann ich aber auch im Gerät einschalten. Eine Besonderheit ist, dass sich das Gerät die Uhrzeit von eurem PC holt. Also falls das Datum nicht stimmt, dann müsst ihr es am PC anschließen. Updates und so weiter kann man natürlich auch machen. Viel cooler finde ich dann die Option, sich auf der Website von C-Ride sich die Seite 1 und 2 zu konfigurieren, und das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr die Standardeinstellungen, wie das C-Ride quasi standardmäßig ausgestattet wird, und man kann diese Einstellung auch immer wieder zurücksetzen, falls man es mal total verkorkst. Ja, und nun zeige ich euch einfach mal, wie man so ein Display konfiguriert. Wenn euer Gerät verbunden ist, könnt ihr es dann direkt per Mausklick auf das Gerät übertragen. Und schon ist euer Bildschirm, wie ihr es wollt. Echt coole Funktion. Ja, und wie sich das C-Ride in der Luft macht, seht ihr jetzt hier. Dank des geringen Gewichts stört es an den Leinengurten überhaupt nicht. Übrigens, die Flugaufzeichnung, die startet automatisch, das Gerät erkennt, wann man sich im Flug befindet und startet somit automatisch mit der Aufzeichnung.
Die Bedienung ist auch in der Luft gut möglich. Man sollte nur die Bäume nicht aus dem Blick verlieren. Jetzt möchte ich euch nur noch mal kurz eine Zusammenfassung machen. Wir haben eine einfache Dreiknopfbedienung. Das Gerät glänzt einmal hauptsächlich durch das Gewicht von nur 75 Gramm. Es hat einen G-Sensor mit verbaut, den habe ich jetzt bisher gar nicht erwähnt. Der warnt euch, auch wenn ihr den Ton deaktiviert habt, mit einem Warnton, wenn die G-Kräfte zu stark werden. Thermik-Schnüffler ist verbaut. Verbunden wird es mit einem Mini-USB-Kabel an euren Computer. Mit der Software wird eure Firmware und auch Zeit aktualisiert. Auf der Homepage von Surite könnt ihr euch selber Seite 1 und 2 konfigurieren. Also für mich persönlich ein echt cooles Einsteigergerät, das die nötigsten Funktionen verbaut hat. Ja, wenn ihr das Vario noch in mehr Videos pfeifen hören wollt und euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da oder ein Gefällt mir. Ja, ich freue mich auf weitere Flüge. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!